Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute nochmal an Anlehnung an das letzte Video. So ein kleiner Hinweis oder ein Stups in die richtige Richtung. Für diejenigen, die sich dachten, ja, der Trick mit dem Flugsaurier ist eigentlich ganz cool. Ich weiß aber nicht, was ich damit machen soll, wie ich das umsetzen soll. Da will ich euch heute einfach nur so ein paar Rohlinge geben, was ihr vielleicht machen könnt, euch in die richtige Richtung stupsen. Wie immer nichts grandios Fertiges oder wie meistens zumindest, sondern einfach nur so eine Vorlage für euch, damit ihr die Idee habt oder die Idee bekommt, um in die richtige Richtung zu gehen. Und dann könnt ihr euch dahingehend frei ausleben. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich freue mich wie immer auch über einen Like und einen Kommentar. Let's go! Die Szenerie kennen wir noch aus dem letzten Video. Da habe ich euch gezeigt, wie ihr das machen könnt, dass die Flugsaurier frei umherfliegen, aber die Grenze der Lagune nicht überschreiten. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, ich hoffe, ich denke dran. Ich verlinke es hier über mir, in dieser Infokarte, dann guckt euch das vielleicht zuerst an, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen mehr damit anfangen. Wie im Intro schon gesagt, ihr kennt es, ich bin nicht derjenige, der euch einen voll fertigen Park hinstellt. Das mache ich eigentlich nie, weil ich es selber von mir kenne, dass wenn ich einen Park angucke, den ich geil finde und das dann nachbaue, dann kommt mir das so vor, als ob es einfach nicht meine Idee ist, als ob ich einfach nur was kopiert habe. Aus dem Grund gebe ich euch jetzt einfach nur ein paar Rohlinge, wie schon gesagt, aus denen ihr einfach was machen könnt, wenn euch das hier vielleicht einfach nicht ausreicht und falls ihr halt irgendwie was bisschen Eigenes machen wollt. Da haben wir zum einen eine Variante mit mehreren kleinen Inseln inmitten der Lagune. Ich weiß gar nicht, welche Saurier hier jetzt gerade drin sind. Ich glaube, die Morphodon. Und wo sind die anderen? Maradactylus, genau. Die fliegen jetzt quasi hier rum. Bei der Variante ist natürlich so, es ist ein bisschen schwer für die Besucher, das Ganze sichtbar zu machen. Geht eigentlich fast nur über die Kuppeln oder wieder über die weit entfernten Aussichtsplattformen. Und das ist das Problem, wenn ihr das mit diesen Aussichtskuppeln macht. Ihr braucht immer diese Verbindung. Und das ist eigentlich das Maximalste der Gefühle. Weiter weg können sie nicht stehen. Und diese Kuppeln können natürlich nicht im Wasser platziert werden. Dementsprechend braucht ihr halt irgendwo eine Insel, wo die Saurier dann eben sichtbar sind, aber ich finde die Variante eigentlich ganz cool. Man könnte es auch mit nur einer großen Insel in der Mitte machen, ringsherum dann die Fischfutterspender und die Flugsaurier leben dann mehr oder weniger nur in der Mitte der Insel und fliegen dann eben zum Fischen in die freien Gewässer drumherum. Ja, so ist quasi so eine kleine Inselgruppe so ein bisschen angedeutet mit den Fischfutterspendern immer dazwischen und die Flugsaurier fliegen dann eben fröhlich umher über ihre kleine Welt, über ihre kleine Inselwelt und holen sich ihr Futter überall. Variante 2 haben wir hier. Die Variante mit dem Hotel hatte ich, glaube ich, auch schon angesprochen im letzten Video, dass man das so machen könnte. Einfach, das ist mir so 2 in 1. Ihr habt die Flugsaurier in eurem Park als Attraktion und natürlich, das ist das Gute, sind jetzt alle hier. Das Gute daran sind, erstens, ihr habt die Hotels dann auch für die Besucher mit im Park und die Hotels haben natürlich auch ein Ansichtsbereich, wodurch die Saurier gesehen werden können, weshalb ihr nicht nochmal irgendwie eine extra Attraktion irgendwo stellen müsst, sondern die Flugsaurier werden sofort gesehen von den Gästen und deshalb wird es auch in eure Bewertung mit einbezogen und hebt dementsprechend auch euren Park ein wenig an. Da könnt ihr natürlich euch auch freien Lauf lassen, ihr könnt auch das Gehege anders gestalten, mehr Sand, mehr Fels, weniger Wald etc. Ne, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt auch statt der Einschienenbahn einfach die Seilbahn benutzen, um die Gäste hier rüber zu bekommen. Sieht wahrscheinlich auch noch ein bisschen geil aus. Aber ich bin immer so, die Seilbahn ist eigentlich eine gute Idee, aber ich bin irgendwie nicht so der Freund der Seilbahn. Ich konnte mich damit noch nicht so wirklich, wie soll ich sagen, identifizieren. Ja, aber das so als Variante, als kleines Dschungel-Flugsaurier-Hotel eigentlich ganz, ganz schick. Kommen wir zur dritten Variante. Die Variante der Wüste mit einem angedeuteten, ausgetrockneten Flussbett. Ich habe es versucht so ein bisschen darzustellen. Hier in der Mitte ist alles ein bisschen tiefer. Wir haben noch so ein bisschen Schlamm, noch ein paar letzte Tümpel, bevor die Hitze den Fluss ganz austrocknen lässt. Und nebenan noch eine kleine Oase, so als kleines Highlight. Auch hier wieder die Kuppeln benutzt. Was man hier auch machen kann, was sicherlich auch cool ist, wenn man hier jetzt eben mit der Seilbahn rüber geht, weil die Einschienenbahn dann wirklich vielleicht ein bisschen zu viel Platz wegnimmt. Die Seilbahn eben, wie gesagt, hier rüber als Alternative und dann hier drüben einfach als Attraktion meinetwegen eine Jurassic Tour nimmt, die dann hier hinstellt und dann lasst ihr eben die Gäste einmal mit dieser Tour durch die Wüste fahren. Wäre sicherlich auch eine sehr coole Variante, auch mal zur Abwechslung, nicht immer die Kuppeln oder die Baumstämme etc., sondern einfach auch mal mit der Tour dann eben spielen in dieser, ja, wie soll ich sagen, in dieser Lagunenzone.
Aber das Wüstending an sich finde ich auch sehr cool, das Wüstenthema. Ich habe vielleicht jetzt, glaube ich, nicht die besten Saurier für die Wüste benutzt, weil ich glaube, die brauchen relativ viel Wasser. Ja, ja, ist. Also es gibt auf jeden Fall Flugsaurier, die bedeutend weniger Wasser brauchen als die jetzt hier. Ja, da war die Saurier-Auswahl vielleicht nicht die beste. Aber ist ja relativ egal. Sie freuen sich hier in ihrer kleinen Wüste. Und dann kommen wir auch zur vierten und letzten Variante. Die habe ich jetzt wirklich wenig ausgeschmückt, denn da habt ihr eigentlich meiner Empfindung nach die meisten Freiheiten. Es ist mehr wie so eine Dschungeltour. Ihr seht schon, die Einschienenbahn kommt an, die Einschienenbahn fährt auch wieder weg. Dass wirklich Gäste dann hier reinkommen und sich was angucken, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ihr braucht irgendwas, was die Gäste anzieht. In dem Fall ist es einfach nur diese eine Beobachtungsgalerie mit dem lokalen Saurieranreiz von 1010 Punkten. Dementsprechend haben wir hier auch Gäste, die hier einfach mal ein bisschen rumwandern und sich das Ganze angucken. Man kann das jetzt noch ein bisschen mehr schnörkeln lassen, man kann das ein bisschen weniger machen. Aber das dient einfach nur dazu, um die Gäste durch diesen angedeuteten Dschungel laufen zu lassen, sich die Flugsaurier anzugucken, wie sie denn hier eben ihr Futter jagen und einfach nur ein bisschen rumschweben, so wie man sie kennt. Auch hier nochmal eine kleine Variante mit einer Brücke hingestellt, damit sie über den Fluss kommen können. Und hierbei habe ich eben auch, ich glaube zum ersten Mal, dass ich mich wirklich erinnern kann, diese Landeplattform für die Flugsaurier benutzt. Sieht natürlich sehr cool aus, wenn die Gäste hier durchlaufen und dann alle vier dieser Landeplätze besetzt sind. Wir können ja mal vorspulen, zeig euch mal, wie das aussieht. So würde das Ganze dann dementsprechend aussehen. Sie können auch auf der Lampe landen, auch sehr gut. Zack, und dann würden halt die Gäste hier langkommen und ihr seht schon, ne? Das ist ein bisschen eindrucksvoll dann schon, wenn die Flugsaurier einfach direkt neben den Gästen sitzen. Ist, glaube ich, schon, da kann man das ein oder andere coole Panorama einfangen, wenn man hier so durchläuft. Ist schon sehr, sehr cool gemacht. Gerade auch mal so mit dem Berg im Hintergrund. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig gutes Bild auch für die Gäste. Schade, dass das von denen einfach so nicht wahrgenommen wird. Ich sag's jedes Mal. Ja, und das sind dann schon alle vier Varianten, um euch irgendwie eine Richtung zu geben, falls ihr dann noch einen Anstoß brauchtet. Ihr könnt natürlich auch hier noch die Gäste Einrichtungen stellen, wenn ihr das wollt. Dann können die Gäste hier noch so ein bisschen was frühstücken oder was einkaufen oder, keine Ahnung, was trinken gehen. Wäre natürlich auch witzig, wenn wie so ein paar Strandmöwen, die Flugsaurier, einfach den Gästen ihr Essen dann aus der Hand klauen. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein. Wie gesagt, ein kurzes, ein knappes Video. Ich wollte euch hier nur mal vier Varianten zeigen, weil ich dann doch den Trick sehr cool fand, die Flugsaurier eben in diesem Bereich zu lassen. Und auch noch ein kleiner Hinweis zum Abschluss. Ihr könnt auch das Genom verändern. Das habe ich im letzten Video vergessen zu sagen, beziehungsweise habe ich es einfach übersehen. Damit die Flugsaurier sich in engeren Gehegen eher zurechtfinden, das vermindert wahrscheinlich einfach nochmal auch den Punkt, dass die versuchen auszubrechen oder über diese Lagunen wegzufliegen. Der Nachteil daran ist, wenn ihr das so verändert und die Flugsäure sich an kleinere Gehege anpassen, kann es sein, dass es viel, viel länger dauert, bis sie wirklich aus dem Aviarium ausbrechen. Ich habe hier diesmal wirklich, ihr wollt es nicht wissen, ich habe anderthalb Stunden auf dreifacher Geschwindigkeit gewartet, bis alle Flugsaurier ausgebrochen sind. Es war eine Qual. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Wie gesagt, ich wollte euch nur einen kleinen Anstupser geben und nichts Verrücktes Neues zeigen. Ich wünsche euch wie immer noch ein wunderschönes Wochenende, eine wunderschöne nächste Woche. Bleibt geschmeidig. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein.